Hallo, Yoga-Freund. Wir werden heute eine kleine Mitmachstunde. Ich mache mit euch eine Stunde, die sich um die Wirbelsäule dreht. Aber das erste ist so, dass wir streichen werden, diese Form über den Körper zu streichen, Vorwärtsbeuge und machen. Und dann werden wir eben halt die Wirbelsäule behandeln. Ja, ich stehe auf. Okay, und wie du es vielleicht schon kennst, streiche ich die Hände aneinander, sodass die Handflächen mir bewusst werden. Wahrscheinlich werden sie warm werden. Streich mal ruhig ein bisschen schneller. Und dann gehe über das Gesicht, über den Kopf. Fühl mal die Berührung vom Körper her und dann mit den Handballen auf die Augen und dann streichst du, du drückst sanft auf die Augen und streichst nach außen, nach unten, nach oben und aber auch mal nach innen und dann gehst du mit den Daumengelenken rechts und links von der Nase und machst so leichten Druck und atmest ein bisschen tiefer ein und aus. Und dann geh mal unterhalb der Jochbeine nach außen von der Nase mit den Daumengelenken und über die Ohren. Zieh mal, lauf die Ohren entlang, zieh ein wenig an den Ohren und dann über den Kopf nacken mit den Daumen. Geh mit den Daumen ruhig da so ein bisschen tiefer rein. Richtig in den Trapezius. Zieh die Ellbogen runter und beweg deinen Kopf. Schönen Zug machen. Am Trapezius mit den Fingerspitzen da reindrücken. Es kann sein, dass es so ein bisschen schmerzt. Geh mit dem Kopf hin und her. Du schaffst dir einfach Raum im Nacken. Probier aus, was geht mit dem Kopf. Es geht nicht darum, unbedingt zu kreisen. Wenn du es kannst, kannst du es machen. Es geht eher darum, auszuprobieren. Was geht? Lass das, was geht, sich formieren. Dann zieh den unteren Arm raus und bring den nach oben. Und beweg den Kopf wieder. Hin und her. Wie eben. Probier das aus. Vielleicht auch im Kreis. Vorne nach hinten zur Seite. Okay. Löst die Arme. Den Arm. Außen hoch, ein, welchen auch immer, ob rechts oder links. Ich beginne gerne mit links. Nimm die Schulter mit bis nach hinten, über den Nacken in die Handfläche. Wie schnell ist, auch wenn du schneller machst, wirst du wacher. Angeregt, wenn es langsam nass beruhigt sich das System so ein bisschen. Das gleiche auf der anderen Seite. Setz dich ein bisschen breiter und geh mal hin und her. Dann gehst du auf einen Fuß, drückst hinein, ziehst den anderen Fuß ran.
bis rüber, ziehst den anderen Fuß ran. Drück in den Boden, zieh den Fuß ran, zieh mal die Ferse hoch, in den Boden, ran, Ferse. Druck, ran. Druck. Du versuchst zu drücken, sodass dieses Bein leicht wird. Rein, ran. Ran. Drückst in den Boden, ran und dann versuch mal die Fußsohle zu streichen. Und dann klopfst du auf die Fußsohle fünfmal. Steckst den Mittelfinger zwischen den Brust und den zweiten Zeh und drehst den Fuß im Kreis, aber versuch den Fuß locker zu lassen und mit der Hand zu drehen. Also im Fußgelenk ganz locker lassen. Es ist gut, das Fußgelenk zu greifen und richtig feste zusammenzudrücken beim Drehen, auch in die andere Richtung. Schaffst du genauso wie im Nacken Raum im Fußgelenk. Die Spannung. Den Fuß zur Seite. Beide Beine einklicken. Ran. Rüber. Ran. Ran. Und die andere Fußsohle. Reiben. Und fünfmal. Wieder die Finger durch die Zehen, mit der Hand greifen, drehen. Schön satt greifen und auch in die andere Richtung drehen. Ausstrecken, rüber, geht jetzt ums Gleichgewicht, nochmal drücken, rüber, drücken, rüber, diesen Druck machen und dann mal locker, als wenn du einen Ball schießen wolltest oder als wenn du dir selbst nicht kicken wolltest in dein Gesäß. Seite. Nochmal. Und den Fuß nochmal oberhalb des Knies. Flex den Fuß, bring die beiden Hände, eine aufs Knie, eine aufs Fußgelenk und versuch mal dein Standbein einzuknicken. Dass du spürst, dass deine Hüfte arbeitet. Einknicken. Ausprobieren, wie weit. Und den Wechsel. Ich gehe gerne dreimal hin und her, weil ich dann die Seite wechsle und aber auch eine Pause machen kann. Wieder den Fuß geflext, nicht so locker lassen, auch nicht so nach innen drehen, sondern versucht den zu flexen, sodass die Innenseite zu strecken, die Hände wieder und das Standbein einklinken, das Gesäß tiefer kommen lassen, sodass die Hüfte gefragt ist. Okay. Nochmal diesen Wechsel. Druck. Druck. Rüber. Den Fuß nach hinten. Die Zehen. Auch andersrum. Groß.
großen Zeh daran holen. Und strecken, das Bein strecken. Okay, lass die Hände immer mit den Händen an die Seite und bring die Schultern jetzt nach vorne und nach hinten. Streckst in das Bein, bringst die Schultern nach vorne und nach hinten. Versuch, als wenn du die Schulterblätter zusammennehmen wolltest und die Schultern vorne zusammennehmen wolltest. Schulterblätter, Schultern. Schulterblätter, Schultern. Der Nacken, also die Schultern bleiben dabei nicht hochgezogen, sondern nach unten und du gehst hin und her. Okay? Lass uns wieder diesen Wechsel machen. Das wird dein Gleichgewicht um ein Vielfaches verbessern. Okay, die Zehen. Auch ausprobieren, wie schnell, man kann es auch ganz langsam und tiefer machen an die Zehen und auch andersrum. Und den Fuß wieder nach hinten, die Hände an die Seiten, die Schulter, Schulterblätter. Schön in das Bein strecken, den Spann merken und die Schultern nach hinten, nach vorne, um sie hochzunehmen. Okay, die Füße ganz zusammen, die Hände auf die Knie, aber nur an die Knie sanft drehen. Es geht darum, wirklich die Bewegung nur sanft zu machen. Es geht nicht darum, jetzt die zu fordern, sondern ihnen nur einen Impuls zu geben. Es geht um heilend zu Ressourcen sammeln, auch andersrum, aber jetzt mal Druck mit den Händen auf die Knie machen. Vorher lagen sie auf den Knien. Und jetzt gehen wir in die Forderung. Die Hände sind nur ganz sanft auf den Knien und du gehst tiefer. Und jetzt machen wir Druck. Du knickst die Arme ein, gehst mit dem Gesäß tief, Knie nach innen, drückst mit den Armen. Nach vorne zusammen und versuch die Bewegung von den Armen her einzufordern. Druck, Druck. Knick die Arme ein, lass den Kopf immer als oberstes erstmal. Deine Hand herhalten. Okay. Einmal die Vorderfüße, auch die Fersen. Auseinander. Um die Kniescheibe herum. Das ist das Erste. Dann die Füße kippen nach außen und nach innen. Dann kombinieren wir das. Du reibst um die Kniescheibe und kippst die Füße nach außen und nach innen. Wenn das nicht klappen sollte, mach es hintereinander. In die Mitte, dann die Kniekehle. Frei. Okay? Ein Fuß, eine Faust machen, die Zehen ganz auseinander. Den anderen Fuß, eine Faust, die Zehen ganz weit. Faust, Zehen ganz breit. Faust, Zehen ganz breit. Gleiches Spiel. Mit dem Reiben, Reiben, und dabei macht ihr eine Faust.
andere Seite. Zehen ganz breit. Faust, Zehen ganz breit. Faust, Zehen ganz breit. Ne? Entweder separat oder zusammen. Okay. Nächste, rein. In der Mitte das Bein runter, vorne eben hoch. Runter. Ganze von der Seite. Und komm weiter. Mit dem kleinen Finger. Der kleine Finger greift in der Mitte runter. Der Zeigefinger und der Mittelfinger geht am Innenbein hoch. Ne, Zeigefinger. Die beiden, die Finger führen, kleine Finger hinten runter, Zeigefinger, Mittelfinger innen hoch. Auch in deinem Tempo. Es kann schnell, es kann langsam sein. Dann den Rücken, da wo du dran kommst, mit den Handflächen, mit den Handrücken, den Knöcheln. Du kannst ein bisschen klopfen, tief atmen dabei. Dann mit diesen drei, also kleinen Ring und Mittelfinger, dein Kreuzbein rein. Atmen. Kipp die Beine ein. Bring die Finger ineinander. Satt. Streck die Arme. Geh mal hin und her. Mal den Kopf wackeln. Schütteln. Von den Schultern die Bewegung machen. Von den Beinen, von den Armen, alles zusammen, die Arme lösen, die Hände vor dir auf den Boden, mach mal Druck in den Boden, drück, als wenn du den Handstand wolltest, atme tief ein, tief aus, dann zieh den Bauch hoch. Lass locker, immer wieder locker lassen, Druck in den Boden, locker lassen, Druck in den Boden. Knick die Beine an, komm hoch, das sind die Schultern, mal rollen, Kreis. Durch den Brustkorb der Beine. Die Arme dazu, die Füße dazu. In die Füße strecken. Und lass mal die kleinen Finger führen. Dann lasst immer die Füße zusammen. Und atme tief ein. Die Handflächen bleiben vorne. Dreh die Hände zueinander. Atme tief aus. Locker. Tief ein.
Füße auseinander. Du atmest tief ein, bringst den rechten Fuß an den linken, atmest aus und deinen linken Ellenbogen an dein rechtes Außenknie, die Hände gegeneinander, schau vor dir auf den Boden, atme mal tief ein, atme tief aus, zieh den Bauch an, drück mit dem linken Ellenbogen, dreh dich nach rechts hin auf. Und dann atme mal ein bisschen tiefer. Was du versuchen kannst, ist dein Gesäß ein wenig abzusenken, um wieder die Fersen auch locker zu lassen und dich weiter aufzudrehen. Tief atmen. Schau erst nach vorne und löse. Atme ein. Bring den rechten Fuß zurück. Aus. Kurze Pause. Dann einatmen den linken Fuß an den rechten. Aus. Den rechten Ellenbogen. Und das linke Knie vor dir auf den Boden, tief rein, tief aus, den Bauch einziehen, sich aufdrehen und wieder mehr und mehr da reinsinken lassen. Über die linke Schulter. Vor dir auf den Boden schauen. Die Spannung lösen, tief ein, den linken Fuß nach außen, aus. Locker lassen. Okay. So. Jetzt kommt der Schritt, dass wir uns aufrollen. Das erste ist, du knickst die Beine ein, bringst dein Becken nach vorne, deinen Bauch, das Brustbein, den Kopf nach hinten, die Schultern hinten hoch, das Gesäß nach hinten, Knie, schauen bei Bauch, Brustkorb, Schultern und aufrollen. Und bring das langsam, probier das aus. Du kannst es langsam machen, den Kopf mitnehmen, Knie, Brustbein, Bauch, Schulter oder auch in einer gewissen Geschwindigkeit. Okay, das was so geht, geht auch andersrum. Die Schultern vorn hoch, nach hinten, Brustbein, Bauch, Schambein, Knie einknicken, das Kreuzbein nach hinten, sich rund machen. Schultern vorn hoch, nach hinten, Bein rund. Versuch dich ganz rund zu machen. Schultern vorne hoch. Beschäftige dich damit, dieses Aufrollen. Hintern, das ist deine Wirbelsäule. Lass dich ganz rund werden.
Tempo machen. Spiel damit. Nimm dir einfach Zeit, damit zu spielen. Okay. Leg die Beine ein. Jetzt lasst uns das Ganze von der Seite her machen. Lass dich rund werden, rund werden, rund werden. Beine einknicken. Hüfte, lass den Oberkörper da, Taille, Brustkorb, Arm und hoch. Hüfte, Taille, Arm. Beine, Hüfte, Taille, Brustkorb. Seite, Knie, Hüfte, Taille, Brustkorb, Arm. Und wo? Lass dich schon eine Minute, anderthalb damit beschäftigen. Vielleicht auch länger, indem du einfach das Video stoppst und damit spielst. Dann das Ganze anders. Hüfte, die Hüfte zieht, der Arm in die Streckung, die Hüfte zieht rüber, zieht den Arm. Von der Hüfte
zieh dich zurück. Ja, also du bist in der Seitbeuge. Von hier aus beginnt rüberziehen, den Zug, den Zug, den Zug. In die Streckung. Zug, 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 Zug. Streckung. Zug, 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 Zug. Okay, lass uns das anders machen. Andersrum. In die Dehnung. Hüfte. Und zurück. Hüfte. Mit der Hüfte ziehst du quasi dich zurück. Jetzt lass uns das kombinieren. Du bewegst quasi alles und probierst aus, wie du von der Hüfte, wie du dich bewegen kannst in der Wirbelsäule. Das kann viel sein, es kann wenig sein. Du kannst kleine Bewegungen machen. Beschäftige dich mit deiner Wirbelsäule, mit deinem Arm, mit deinem Bein. Ich drehe dich einfach nur, um neuen Input zu geben, das Becken. Was geht. Auch vielleicht verdreht. All die Impulse, die gehen, würden mit der Zeit sich weiter verbessern. Umso mehr die Arme nach oben, umso länger wird, wenn die Hebel dementsprechend. Würde ich das ein bisschen langsamer machen? Einfach diese Bewegung. Sich bewegend. Den Kopf. Okay, dann ein kurz gezieltes sich aufdrehen. Du schaust den Händen hinterher, du streckst den entgegengesetzten Fuß, also das, beziehungsweise auf der anderen Seite, hin und her. Probier dein Tempo aus. Wichtig ist, die Hand ist über dem Kopf. Über dem Kopf, wenn du die Schulter anguckst, wenn du es. Sie da ist, kollabiert die Schultern. Hier ziehen wir bei der Verlängerung Brustbein. Was ist das jetzt? Und schaust du einfach her. Hin und her gehen. Einfach nur hin und her. Dann
Lass den Kopf vorne und schau mal über die andere Schulter. Die Bewegung bleibt vom Körper her gleich, nur der Kopf ist jetzt vorne. Und dann lass die Arme fallen, geh ein bisschen weiter und lass die Arme mal auf den Körper schlagen. Den Impuls vom Becken her zu geben. Und lass dich auständeln. Auständeln. Steh einigermaßen neutral, das heißt deine Füße unter den Hüften. Und als Mann legst du die linke auf das Schambein und die rechte da drauf und als Frau genau andersrum, die rechte und die linke da drauf, dass die Knie locker werden. Wenn du soweit bist, schließ mal die Augen. Atme ein paar Mal tief durch, tief ein, tief aus. Und dann lass uns mal durch den Körper gehen. Geh mal in diesen Kontakt zum Boden, geh mal dorthin, wo dein Körper den Boden berührt. Diese Berührung, nimm mal wahr, vielleicht stehst du etwas mehr vorne oder mehr hinten. Auf den Füßen, vielleicht stehst du auch fast in der Mitte. Ein bisschen mehr außen, ein bisschen mehr hinten. Einfach wahrnehmen. Und dann mal zu den Knien, spür mal, ob die Knie gestreckt oder sanft eingeknickt, ob sie locker sind, wie sie sich fühlen, wie sie sich anfühlen, die Oberschenkel und die Hüften, dieses Gefühl von den Hüften und aber auch gleichzeitig diesen Kontakt zum Boden. Und dann dorthin, wo die Hände den Körper berühren und der Körper die Hände berührt, die Ellenbogen, einfach nur den Ist-Zustand und die Schultern, den Ist-Zustand von den Schultern. Und mit dem Bewusstsein geh mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken, den Beckenboden und den Beckenraum. Und dann diesen Übergang Bauchraum, Brustraum, diesen Engpass, das Zwerchfell. Und den Raum im Brustkorb. Und den Übergang Brustkorb, Hals, die Kehle, diesen Plexus dort, diesen Engpass. Und den Raum im Hals. Und den Raum im Kopf. Und den obersten Punkt vom Körper. Da, wo für dich der oberste Punkt vom Körper ist.
den Nacken. Und vom Nacken aus geh mal in den Kontakt zum Raum vor dir. Einfach nur das Bewusstsein für den Raum vor dir. Gar nicht sehen wollen. Den Raum auf einer Seite neben dir. Den Raum hinter dir. Und auf der anderen Seite. Und den Raum unter dir und über dir. Dann diesen ganzen Raum um dich herum. Das Bewusstsein von dem Raum um dich herum. Es muss nicht der Raum sein, in dem du stehst, sondern es kann auch der Raum ums Haus sein. Vielleicht auch der Raum im Universum, was auch immer. Das Bewusstsein für das, für diesen Raum um dich herum. Und dann das Bewusstsein für den Körper als Ganzes. Ganzen Körper und dann das Bewusstsein für den Raum im Körper. Den ganzen Raum im Körper. Und dann mal die Atmung. Die Atmung, die im Moment gerade ist. Atembewusstheit. Körper atmet und du nimmst es wahr. Atembewusstsein. Der Atem kommt und geht und du beobachtest einfach nur, wie der Körper für dich atmet. Und jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr. Das Bewusstsein von dir als Ganzes, was das auch immer sein mag. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Und mit dem Bewusstsein öffne mal sanft deine Augen. Du willst gar nichts Besonderes sehen, sondern einfach nur dich wahrnehmen. Nur mit geöffneten Augen. Lass die Hände los. Halte die Finger so ein bisschen auf und lass mit den Handflächen mal nach vorne. Geh mal in den Kontakt, spür mal deine Handflächen. Vielleicht sind die kühl, vielleicht sind die warm, vielleicht fließt etwas ein, vielleicht fließt etwas aus. Deine Handflächen, das Bewusstsein von den Handflächen. Einfach nur den Ist. Dann bring die Hände und die Füße aneinander. Die Handflächen aneinander vor der Brust. Die Finger sind ganz sanft aufgefächert. Und du gehst in diesen Kontakt zwischen den beiden Händen. Einfach dieses Bewusstsein, dass die beiden Hände und die Beine, die Füße sich berühren. Arme und Körper, die Ellbogen sind ganz locker. Dann habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und Dankeschön, bis bald.